Umgang mit Miesmacherei durch einen anderen. Vielleicht hast du in der Umgebung jemanden, der immer alles mies macht. Und diese Miesmacherei, die nervt dich. Wann immer du über irgendetwas positiv sprichst, dann macht er es mies und sagt irgendetwas Schlechtes. Wann immer man sich entschieden hat für etwas, dann sagt er, warum das nicht so gut ist. Er macht keine guten Vorschläge, er macht alles nur mies. Wie solltest du dort umgehen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine wäre ignorieren. Mag der andere doch sagen, was er will? Dich muss das nicht weiter beeindrucken. Du kannst es als Aufgabe nehmen, dass du dich eben nicht beeindrucken lässt von der Miesmacherei des anderen. Du lernst, ruhig Ruhe zu bewahren und dich auch in deinem Optimismus nicht beeindrucken zu lassen. Zweite Möglichkeit wäre, dem Mensch das mal in einem Vier-Augen-Gespräch zu sagen. Vielleicht sogar so, weißt du, ich bräuchte deine Unterstützung und ich bräuchte auch deinen Optimismus. Es wäre mir eine große Hilfe, dass wenn wir uns für etwas entschieden haben, dass du dort auch deine Energie hineingibst. Es wäre mir ein Anliegen, es wäre mir wichtig. Manche Menschen werden dann ihre Einstellung ändern. Natürlich gibt es auch noch die dritte Möglichkeit, aber die ist nur in seltenen Fällen anzuwenden. Man kann auch sagen, ich bin deine Miesmacherei satt. Ich möchte jetzt, dass du damit aufhörst. Das kannst du nur als Chef machen und selbst dann würde ich es normalerweise nicht empfehlen. Denn jemanden öffentlich bloßzustellen und ihm öffentlich Miesmacherei vorwerfen, das kränkt ihn. Und wenn jemand gekränkt ist, dann kann er entweder auf Rache sinnen oder er kann irgendwo geknickt sein und in eine Art depressiven Gemütszustand hineinrutschen. Meistens ist besser, entweder ignorieren oder den Menschen persönlich zu bitten um Unterstützung.